Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Heute, ja, wie ihr an der Überschrift schon erkennen konntet, geht es um meine Neuzugänge. Und da die Neuzugänge innerhalb des letzten, oder der letzten 4 Wochen, sagen wir es so, weil wir haben ja Mitte des Monats hier bei mir eingezogen sind, sind es schon einige. Ich hatte einmal bei Rebuy bestellt, während ich im Urlaub war, und das werde ich jetzt auch noch hier in einem Video verarbeiten. Dementsprechend, ja, erzähle ich nicht viel groß vorher drumherum, sondern fange direkt an. Und zwar geht es nämlich erstmal sogar noch los mit den Büchern, die ich in der Goodiebag von der Litblog Convention hatte. Ich glaube nämlich, die habe ich euch gar nicht gezeigt. Ich habe da ja einen Vlog zugedreht und habe mal so ein bisschen reingespingst oder reinspingsten lassen. Aber ich hatte sie euch da gar nicht speziell gezeigt, deswegen hole ich das jetzt nach. Und zwar einmal war dort drin, Glück ist, wenn man trotzdem liebt, von Petra Hülsmann. Ich habe von Petra Hülsmann noch nichts gelesen, ich weiß aber, sie hat schon mehr Bücher rausgebracht, also müsste sie eigentlich. Steht auf jeden Fall Bestseller-Autorin auch hier oben auf diesem Sticker drauf. Erstmal zum Cover, sehr, sehr schön, sehr sommerlich. Generell ist das ja überhaupt nicht mein Genre. Ich glaube, das ist ein normaler Roman, so Richtung bisschen Chick-Lit, glaube ich. Es geht um eine Frau, die ein ganz normales, geregeltes Leben führt, keinen Mann hat und irgendwie, sie hat irgendwie selbst ein Restaurant, und das wird dann aber übernommen von irgendeinem ambitionierten Koch. Und ja, dann geht das Chaos los und halt ein ganz normaler Liebesroman, Frauenroman. Eigentlich, wie gesagt, nicht mein Genre. Nichtsdestotrotz möchte ich das Buch hier mal austesten. Ich denke mal, vor allem wenn es jetzt mega heiß ist und liegst in der Sonne, und ja, ich glaube, dann ist sowas gar nicht mal schlecht, auch da zu haben. Und ja, ich glaube, Petra Hülsmann schreibt einfach sehr gut, sonst wäre sie wahrscheinlich keine Bestseller-Autorin. Dementsprechend hätte es mich da schlimmer treffen können. Also es liegt jetzt nicht ganz, ganz weit oben auf der Prioritätsliste, aber nichtsdestotrotz möchte ich es auf jeden Fall mal lesen. Wenn nicht diesen Sommer, dann auf jeden Fall nächsten Sommer, oder vielleicht packt mich auch die Lust im Winter nach etwas Sommerfeeling. Man weiß es nicht, aber ich freue mich trotzdem drauf, und ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Dann ein Buch. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe einen Freudentanz aufgeführt, nämlich von Simone Arnstedt, Ein einziges Geheimnis. Das ist der zweite Teil von Der Erbin, die ich ja, oder von Die Erbin, die habe ich ja jetzt im Juni gelesen. Genau, ich komme schon mit den Monaten total durcheinander. Und das war ja ein absolutes 5-Sterne-Highlight für mich. Ich habe es geliebt. Also es war wirklich grandios. Es ist ja eigentlich Erotik, würde ich sagen. Es ist aus dem Lux Verlag. Für mich zählt es zur Erotik. Die Protagonisten sind halt schon ein bisschen älter, was ich sehr, sehr gut finde. Die Story ist schön. Ist sehr, sehr... das ist für mich immer sehr, sehr schwierig, das zu beschreiben, weil es ist halt nicht plumpe Erotik à la die normalen New Adult Bücher. Das kennen wir ja, das ist ja auch normal für dieses Genre. Und das hier ist halt für die Erwachseneren. Ich bin ja jetzt schon Mitte, Ende 20. Da kann ich mich in sowas natürlich auch sehr gut reinversetzen. Da geht es halt ums Arbeitsleben, um das schwedische Bankensystem, und unsere Protagonistin war im ersten Teil Natalia de la Grippe. Und ich meine, in diesem Teil geht es um Alexander de la Grippe, genau, das ist ihr kleinerer Bruder nämlich. Ich liebe ja sowas, wenn dann die Nebencharaktere vom ersten Teil dann die Hauptcharaktere im nächsten Teil sind, das mag ich sehr, sehr gerne. Und hier ist es genauso, nämlich diesmal ist unser Protagonist der jüngere Jet-Set-Bruder von Natalia, also von der Protagonistin aus dem ersten Teil. Und ja, es geht wohl um ihn, und es war schon am Ende vom ersten Teil, wurde es ein bisschen angeteasert, und ich dachte, oh, ich glaube, es geht um ihn in dem zweiten Teil. Hätte sehr gut gepasst, und so ist es jetzt tatsächlich auch gekommen. Dementsprechend freue ich mich sehr. Das wird bestimmt wieder grandios. Oh, das sieht auch echt schön aus. Ich zeige euch das mal. Das ist ja wieder so eine Klappbroschüre, und hier drin ist es sehr, sehr schön aufgemacht. Ich freue mich schon total darauf, auf das Buch. Und werde das wahrscheinlich auch wieder mit Diana und mit Jenny und wer hat noch mitgelesen, Sabrina natürlich, mit euch zusammenlesen. Freue mich schon sehr, sehr auf das Buch. Ich habe mich sehr gefreut. Ist auch echt ein dicker Schinken. Also das kam eigentlich wie gerufen, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Die Erbin gelesen hatte. Trotzdem wusste ich schon, dass es mir wahrscheinlich gefallen wird, weil alle so davon schwärmen. Und dann war noch ein Buch drin, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Ich habe auch von dieser Autorin noch nichts gelesen. Ist eigentlich auch nicht mein Genre. Nichtsdestotrotz möchte ich es auch mit der Autorin versuchen. Und zwar Unser Himmel in 1000 Farben von Amy Harmon. Ist, glaube ich, ein Jugendbuch. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Hier steht hier oben, jede Liebe verdient eine zweite Chance. Und dies ist eine Geschichte über Schmerz und Hoffnung, über Leben und Tod.
Stimmt, die Autorin hat ja für Immer Blue geschrieben. Das habe ich auf jeden Fall schon gehört. Ich glaube, Nessie, du hast es doch gelesen, oder? Auf jeden Fall, wie ich finde, auch wieder ein sehr schönes Cover. Also der Lux Verlag, der hat ja, oder Inc., das gehört ja zu Lux und Lübbe, ja, hat da wieder einen tollen Job gemacht. Und es geht auch wieder hier um eine Liebesgeschichte, wie ja dieser kurze Teaser schon gesagt hat. Und da auch das normalerweise nicht mein Genre ist, ich bin ja nicht so für diese Jugend-Liebesgeschichten ohne Fantasy, hätte ich normalerweise nicht dazu gegriffen, also eigentlich überhaupt nicht. Aber wenn ich es jetzt schon hier habe und auch von Amy Harmon schon Gutes gehört habe, werde ich mir das auf jeden Fall auch mal näher anschauen in nächster Zeit. Ich weiß noch nicht genau, wann ich dazu komme, aber es wird auf jeden Fall gelesen, deswegen darf es auch hier bleiben. Ja, das waren die drei Bücher, die in meiner Goodiebag bei der Litblock Convention waren. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit den Büchern, die bei meiner Rebuy-Bestellung dabei waren. Beziehungsweise zuerst habe ich noch zwei Bücher mir gekauft. Die waren, beziehungsweise ich hole etwas weiter aus. Ich war ja im Urlaub an der Ostsee und dort gibt es, ich glaube, das gibt es hier auch bei mir jetzt tatsächlich irgendwie sehr, sehr selten, so Mängelexemplar-Wühltische in den normalen Lebensmittelgeschäften. Und da bin ich auch fündig geworden, habe mir zwei Bücher mitgenommen. Und zwar ist das einmal von Samantha Young Hero, ein Mann, ja, ein Mann zum Verlieben, genau. Das ist ja die Autorin der, genau, Dublin Street-Reihe, habe ich auch noch nicht gelesen, habe aber schon sehr, sehr viel Gutes davon gehört. Und auch von diesem Buch, das war doch auch mal eine Zeit lang so gehypt, oder? Als es rauskam, war das nicht vor 2 Jahren oder so? Also ich habe das auf jeden Fall sehr, sehr oft gesehen und ja, 2015 kam es raus, genau, also vor einem Jahr. Und ja, die Autorin soll ja eine ganz, ganz tolle, ja, ganz, ganz tollen Schreibstil haben, deswegen bin ich da schon total gespannt drauf. Es ist halt wieder ein New Adult Roman. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es geht. Ich weiß nur, dass die Autorin halt sehr, sehr gut schreiben soll und dass dieses Buch auch sehr, sehr oft in die Kamera gehalten wurde und für, ich glaube, das war 3,50. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Drittel vom Preis fast. Da konnte ich nicht Nein sagen. Das musste ich dann mitnehmen. Hier steht romantisch, spannend und sexy as hell. Das können wir doch alle gut gebrauchen. Und ich mag ja zwischenzeitlich auch die New Adult Bücher sehr, sehr gerne. Das ist halt sowas, wo man nicht nachdenken muss. Da kann man abschalten. Man weiß eigentlich schon, so was passiert. Aber auch das mag ich da sehr gerne, weil es halt vorhersehbar ist. Und ich nicht, ja, groß rumrätseln muss, was denn wohl passieren könnte. Das ist ein Buch, das kann man gut zwischendurch lesen. Das ist auch eigentlich immer in ein, zwei Tagen ist das gelesen. Und das wird bei diesem hier auch nicht anders sein. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Es geht um Alexa Holland und ihr Vater war ihr Held und dann irgendwie doch nicht mehr. Und dann lernt sie einen jungen Mann kennen. Wie das dann immer so ist, wir kennen das ja eigentlich schon. Und ich kenne es ja auch und trotzdem lese ich es sehr, sehr gerne. Dementsprechend freue ich mich auch auf dieses Buch. Und das zweite, was ich mir geholt habe, dann Kontrastprogramm. Ich schaue gerade, wo ich es habe. Einmal hier. Und zwar von Richard Layman, Der Käfig. Auch von diesem Buch habe ich tatsächlich noch nichts gehört. Das ist jetzt aus dem Heine Hardcore Verlag auch. Also ein bisschen brutaler wahrscheinlich. Ich habe von Layman nichts hier. Nein, von Jack Ketchum habe ich was hier, aber von Layman noch nicht. Das ist quasi dann mein erster Layman. Und auch für 3,50 €. Ich meine, was soll ich da sagen? Wahrscheinlich bekomme ich es bei Rebuy oder so genauso günstig, aber es war nun mal da und hier sehe ich, es ist halt ungelesen. Also es ist halt nur ein Mängelexemplar, hat halt einen Stempel, aber es ist halt keine Leserille, es sieht sonst aus wie neu. Von daher kann man da, ja, was, ne? Also ich glaube, ich brauche mich nicht zu rechtfertigen. Es ist einfach so, wer Bücher liebt, der kauft die auch, wenn sie günstig sind. Und es geht wohl hier um eine Mumie irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Ich kenne mich mit Layman überhaupt nicht aus. Und ich weiß, dass da auch ein paar Bücher wohl dabei sind, die überhaupt nicht sind. Und ich hoffe einfach, dass ich hier ein normales oder ein gutes erwischt habe. Genau, und die Mumie wird irgendwie, macht einen blutigen Rachefeldzug durch das heutige LA. Ja, ich bin gespannt. Ich wusste gar nicht, dass das so auch mit so übernatürlichen Sachen ist, sozusagen. Also es ist ja dann mehr Horror und weiß nicht, ob das jetzt auch Splatter ist. Ich lasse mich überraschen. Ich glaube, ich will da auch gar nicht so viel zuhören. Also vielleicht, wenn ihr das Buch gelesen habt und es gut fandet, schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare. Da freue ich mich natürlich immer sehr drüber. Aber so, ansonsten lasse ich das einfach auf mich zukommen, wenn ich mal Lust habe auf sowas Abgedrehtes irgendwie. Also mit einer Mumie, die irgendwie wiedererweckt wird. Ja, ich bin gespannt. Und hier steht tatsächlich drauf, Layman ist wie Stephen King, nur ohne Gewissen. Ja, ich bin gespannt. Dann geht es jetzt mit meiner Rebuy-Bestellung weiter. Und zwar habe ich da auch einiges bestellt, weil ich auch noch ein Guthaben hatte. Deswegen kam es für mich für plus minus null wieder raus. Dementsprechend habe ich mir ein paar Bücher
eingepackt, die ich schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste stehen habe und die ich dann auch sehr, sehr bald lesen möchte. Und zwar ist das einmal tatsächlich auch ein neueres Buch. Ich weiß gar nicht, wann das erschienen ist. Ich meine erst vor kurzem, ich schaue mal schnell. Januar 2016, genau. Und zwar von, ich weiß gar nicht, ob es ein deutscher ist. Ich schaue schnell nach, nicht, dass ich was Falsches sage. Er wird wahrscheinlich ein Deutscher sein, weil es in Berlin spielt. Und zwar Jonas Winner, Die Zelle. Sieht wieder sehr, sehr gut aus. Ist recht dünn. Das finde ich ja gar nicht so schlecht. Ich schaue nochmal nach, wie viele Seiten es hat. Hier sind noch so Tagebucheinträge. So richtig zerknitterte Seiten und so. Um die 300 Seiten. Und es geht wohl um einen 11-jährigen Jungen, nämlich Sammy. Und er macht eine verstörende Entdeckung. Ich glaube sogar in der Villa seiner Eltern. Genau, im Luftschutzbunker in der Villa, wo er mit seinen Eltern in Berlin wohnt. Und zwar lebt dort ja ein ganz verängstigtes junges Mädchen. Der möchte das natürlich direkt seinen Eltern sagen. Und kurz darauf, also als die Eltern mit ihm dann runtergehen, ist dieses Mädchen verschwunden. Und ja, da sieht Sammy eigentlich nur eine Möglichkeit, was das zu bedeuten hat. Nämlich, dass sein Vater etwas mit diesem Mädchen zu tun hat und das Mädchen hat verschwinden lassen. Hört sich sehr, sehr gut an. Ich finde, es geht so die Richtung Fitzek, auch Berlin, dieses Psycho-Schienen-mäßige. Ich bin gespannt, ob es mit Fitzek, also mithalten wird es wahrscheinlich nicht. Ich meine, wir kennen alle Fitzek und ich liebe Fitzek. Trotzdem bin ich gespannt. Also ich lasse mich da ja gerne auch überraschen, auch von deutschen Autoren. Ich habe ja in meinem letzten Autobi Authors Video erwähnt, dass ich deutsche Autoren eigentlich nicht so gerne lese. Und dann haben mich sehr, sehr viele Nachrichten erreicht, welche deutschen Autoren denn gut sind im Thriller-Bereich jetzt speziell. Also nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure lieben Nachrichten. Ich habe ja eigentlich schon auf alle geantwortet, soweit ich weiß. Oder bis dato jetzt. Und da sind auf jeden Fall einige dabei, wo ich mir jetzt auch ein paar Bücher bestellen werde. Andreas Gruber wurde oft genannt. Und ja, generell freue ich mich dann immer sehr, dass ich dann so Feedback von euch bekomme und Tipps. Das freut mich auch, dass wir uns gegenseitig Tipps geben, dass es nicht immer nur so einseitig ist. Und ja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, hat gar nichts mit dem Buch zu tun. Ich freue mich drauf. Ein Buch, das nächste Buch, mit dem hat mich nämlich Sabrina angesteckt. Das ist ein Buch, was ein bisschen auch übernatürlich ist und ich glaube, es spielt auch London, ja, zumindest England 1895 und zwar von Libba Bray, Der geheime Zirkel Gemmas Visionen. Das wurde ja neu auferlegt vom, ist es immer noch DTV? Ich glaube, oder? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das ja aus dem DTV Verlag und es wurde jetzt komplett neu aufgelegt. Ich habe mir die alten Bücher gekauft, beziehungsweise den ersten Teil, der kostet nämlich nur 1,29 € habe ich, glaube ich, dafür bezahlt. Dementsprechend, es hat ein paar Leserinnen, deswegen klebt noch der Sticker, weil ich noch nicht weiß, ob ich es behalten soll. Aber ich meine, für 1,29 € ist es jetzt nicht ganz so dramatisch. Vielleicht kaufe ich mir sogar die Neuauflage dann, wenn es mir gefällt, damit es auch zusammenpasst. Und es geht hier wohl um ein Internat, was ich ja generell schon wieder sehr, sehr spannend finde. Und um Gemma, wie ja, der Untertitel schon erahnen lässt. Und sie und ihre Freundin machen so eine Art kleine Seancen, also so Geisterbeschwörung, Dämonenbeschwörung. Ich glaube, sie nehmen das aber nicht allzu ernst, bis dann, glaube ich, tatsächlich irgendwas passiert. Ich weiß gar nicht genau was. Genau, aber Gemma hat in Visionen ganz Ähnliches gesehen, ne, wie was die Mädchen daraus finden. Also es soll wohl sehr gut sein. Sabrina hat es schon gelesen, sie hat auch eine Rezension dazu gemacht und fand es, glaube ich, auch, ich glaube, sie hat 4 Sterne gegeben, auf jeden Fall fand sie es echt gut. Das bestärkt mich natürlich noch umso mehr, dieses Buch ganz, ganz bald zu lesen. Und ja, ich freue mich schon drauf, habe davor auch davon noch gar nichts gehört. Dann sind ja so Neu- oder Wiederauferlegungen eigentlich gar nicht so schlecht, dass man nochmal sowas ins Gedächtnis bekommt. Denn das ist jetzt erschienen, ich schaue mal schnell nach. Ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her, 2007 im deutschen Jahr. Also das ist schon ein bisschen her und dafür finde ich es eigentlich echt gut. Und dann, ja, nach fast 10 Jahren dann eine Neuauflage, finde ich dann echt in Ordnung. Und wenn das dann nochmal ja, ein kleines Revival quasi erlebt, dann unterstütze ich das sehr gerne, werde mir wahrscheinlich das Neue dann auch noch kaufen. Dann ein Buch, das habe ich schon ewige Zeiten auf meinem Wunschzettel, nämlich weil ich von der Autorin schon eine andere Reihe gelesen habe, die ich sehr, 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 sehr gerne mag. Die habe ich noch nicht zu Ende gelesen, aber ich habe sie angefangen und der Schreibstil ist einfach toll. Und auch das Thema von diesem Buch hier interessiert mich sehr und zwar geht es um Succubus Blues von Richelle Mead. Komm ihr nicht zu nah, das ist jetzt der erste Teil einer Reihe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Teile, auf jeden Fall einige. Und in dem Buch geht es um einen Succubus, nämlich um Georgina. Der Name ist jetzt nicht so der Burner, aber okay. Genau, sie ist nämlich eine Dämonin, aber sie ist ein Succubus. Das heißt, sie, ich glaube, wenn sie mit Männern schläft oder
ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall, wenn sie die Männer verführt, in welcher Art auch immer, dann saugt sie ihnen, glaube ich, die Lebensenergie raus. Soweit ich mich erinnere, ging es da. War das so bei Succubussen? Und ja, stelle ich mir ganz spannend vor, mal so die Story von einem Dämon aus der Sicht zu erfahren. Und ja, der Schreibstil war bei der Vampire Academy, war das, glaube ich, nicht, von Richelle Mead, war einfach nur grandios, mochte ich sehr, sehr gerne. Dementsprechend freue ich mich auch auf dieses Buch. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Dann wollte ich mir wieder, ja, einen historischen Roman bestellen. Ich habe zwar immer noch keinen gelesen, aber man kann ja mal was zur Auswahl im Regal haben. Und dann habe ich mir eins geholt, wo mich der Klappentext sehr, sehr angesprochen hat. Und zwar von Sabine Martin, Die Henkerin. Ich finde das Cover auch echt eigentlich ganz cool. Also auf jeden Fall ist es prägnant. Es bleibt auf jeden Fall im Kopf. Und es geht hier um ein Mädchen. Also wir sind erstmal 13, 25 in Esslingen. Und ja, Melisande heißt die Protagonistin. Lassen wir jetzt mal so stehen als Game of Thrones Fan. Lassen wir mal so stehen. Und ja, sie wird quasi verschont bei einem Überfall auf ihre Familie. Also sie ist die Einzige, die dort überlebt und wird von einem Henker aufgenommen. Also von einem Mann, der ja Menschen tötet auf Befehl. Und geht dort bei ihm in die Lehre, was natürlich generell sehr, sehr ungewöhnlich ist für eine Frau. Und ich stelle mir das sehr spannend vor, denn ja, sie lernt dann natürlich auch das Handwerk, also wird quasi als Tochter des Henkers ausgebildet sozusagen. Und nichtsdestotrotz ja, findet ihre Seele keine Ruhe, so steht es hinten drauf, denn sie soll ihre getötete Mutter rächen. Das war, glaube ich, der letzte Wunsch der Mutter. Dementsprechend hält es, glaube ich, auch ein bisschen Action parat und diese Henkers-Szenerie finde ich irgendwie sehr, sehr spannend. Also bin ich sehr gespannt drauf, was mich da so erwartet und wie so die Beschreibungen sind, ob das mich packen kann, ob es nicht zu langweilig ist, nicht zu trocken. Ich freue mich drauf. Dann ein Buch, was wahrscheinlich die meisten von euch. Upsala, gleich fällt es. Okay, was die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen werden. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr oft bei BookTube gezeigt, beziehungsweise im Regal sieht man es oft. Ich habe mir jetzt mal den ersten Teil geholt, der ist sehr, sehr dünn. Also, naja, ich freue mich trotzdem drauf. Und zwar Hex Hall, Wilder Zauber von Rachel Hawkins. Das ist der erste Teil dieser Trilogie, wo es ja den zweiten nicht mehr so gut verfügbar gibt. Also den kann man nicht mehr neu kaufen, nur noch gebraucht. Der kostet dann, glaube ich, um die 10 Euro oder 13 Euro. Das finde ich dann noch okay, weil die kosten ja neu auch 10 Euro. Von daher kann ich da auch. Wenn es mir der erste Teil jetzt gefällt, dann gebe ich da auch ein bisschen mehr für den zweiten aus. Das ist dann vollkommen in Ordnung. Den dritten Teil gibt es auch noch, glaube ich, neu oder auch bei Rebuy habe ich ihn auch gesehen für 4, 5 Euro. Genauso wie dieses Buch. Dementsprechend sah das auch super aus, wie neu quasi. Ich weiß gar nicht, ob es so gelesen wurde. Und es ist ein Buch wieder um ein Internat, glaube ich, um eine Schule. Genau, um ein Internat, wo sich ja, magische Wesen treffen und wir begleiten unsere Protagonistin, die eine Hexe ist. Und über Hexen habe ich speziell jetzt so noch gar nichts gelesen, glaube ich, wo unsere Protagonistin jetzt eine Hexe war. Ich glaube, es waren immer alles andere als Hexen. Die Hexen waren eigentlich immer nur so die Nebencharaktere, zum Beispiel nicht Mythos Academy, sondern ich komme nicht drauf. Nicht Mythos Academy, sondern. Nein, ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht fällt es mir gleich ein, dann blende ich es euch hier ein. genau, und hier geht es dann um Hex Hall. Also in Hex Hall ist halt diese Akademie, dieses Internat für die magischen Wesen. Und ja, ich stelle es mir sehr spannend vor. Ich meine, es ist wahrscheinlich ein normaler Jugend-Fantasy-Roman mit Hexen, aber wie gesagt, da ich noch nichts über Hexen richtig gelesen habe, außer Witches of London, was ich scheiße fand. Dementsprechend kann das eigentlich nur gut werden und das irgendwie so gehypt ist, dass es schon ausverkauft ist, kann es ja eigentlich nur gut sein, oder? Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr von dem Buch schon was gehört habt. Dann ein Buch, doch, das habe ich tatsächlich auch noch als Mängelexemplar in einem Lebensmittelgeschäft gekauft. Das war jetzt nicht von Rebuy. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es mitgenommen habe, weil Jenny hat es dann auch kurz davor gelesen und fand es sehr, sehr gut. Oder sehr, doch sehr gut fand sie es. Und zwar von Tom Rob Smith, ohne jeden Zweifel. Ist auch, wie gesagt, ein Psychothriller, glaube ich. Genau, Psychothriller steht auch drauf. Und es geht hier, wir sind in Schweden, glaube ich. Ja, in Schweden, genau. Und es geht um Daniel. Und Daniel erfährt irgendwie durch
gewisse Umstände. Also er weist seine Mutter nicht selbst an, sondern er erfährt, dass seine Mutter in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde, weil sie, was macht sie nochmal? Sie erzählt von vertuschten Verbrechen in einer eingeschworenen kleinen Gemeinschaft und vom Verschwinden einer jungen Frau. Und Daniels Vater, also der Mann von seiner Mutter, tut das alles als Wahnvorstellung ab, aber Daniel kann das nicht so ganz glauben. Also es ist hier so ein bisschen auch auf die familiäre Schiene gezogen. Finde ich sehr, sehr spannend. Also ich bin hier ja sehr, sehr neugierig, was mich hier so erwartet. Das Cover ist auch echt cool mit diesem Polaroids. Finde ich sehr, sehr cool und freue ich mich schon drauf. Also das, wenn es gut sein soll, freue ich mich umso mehr drauf. Ja, wie gesagt, ich freue mich drauf. Dann geht's weiter, dann habe ich noch drei Hardcover. Dann habe ich noch drei Hardcover bei Rebuy mitbestellt und um die bin ich auch schon sehr, sehr lange rumgeschlichen und für diese Preise konnte ich sie da nicht liegen lassen. Und zwar einmal Wolfszeit von Nina Blanchon. Erstmal ein sehr, 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 sehr schönes Cover. Auch hier der Buchrücken. Sehr schön. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Das gefällt mir schon sehr gut. Und Nina Blanchon soll ja auch sehr, sehr gut schreiben. Ich hatte ja nur jetzt Silfur von ihr gelesen. Das fand ich eher so mittel, weil es aber auch eher für mich ein Kinderbuch war. Also die Protagonisten waren hier 11 und 13, glaube ich. Also noch sehr, sehr jung und zwei Jungs. Dementsprechend konnte ich mich da nicht so gut mit identifizieren. Ich hoffe, dass das hierbei besser wird. Es spielt in Frankreich, was ich an sich jetzt nicht so gut finde, weil ich zumindest französische Krimis und Thriller überhaupt nicht mag, weil das immer sehr, ja, irgendwie ist es nicht für mich, das ist irgendwie sehr merkwürdig von der Schreibweise her. Aber das hat ja hier nichts zu sagen, weil Nina Blanchon ist ja eine Deutsche. Und es geht hier um die schöne Isabelle und um einen Angriff, der auf ihr Haus, glaube ich, stattfand, auf ihre Familie, schätze ich auch mal. Und sie hat diesen Angriff überlebt. Und dann geht es auch noch um Thomas, der, ja, der Gesandter des Königs ist und dieses Tier, was diesen Unfall verursacht hat, finden möchte mit Isabels Hilfe. Doch die beiden verlieben sich ineinander und dann passiert irgendwie oder geschieht alles andere, als was geplant war. Ich bin sehr gespannt. Es hört sich so ein bisschen wie Die Schöne und das Biest an, so ein kleines bisschen. Ich habe keine Ahnung, ich habe von dem Buch auch noch nichts gehört. Was ich schon wieder schön finde, ich sehe es gerade, hier ist wieder eine Karte vorne drin. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und ich werde euch auf jeden Fall berichten, wenn ich es gelesen habe. Es ist auch wieder ein Schinken. Ich schaue mal gerade, wie viele Seiten es hat. Ja, über 500 Seiten, also das wird nicht mal so schnell durchgelesen wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich es jetzt im Regal habe und halt immer wieder zugreifen kann, wenn ich möchte. Und dann kommen wir zum letzten Buch aus meiner Rebuy-Bestellung. Auch von diesem Buch habe ich schon sehr, 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 sehr viel Gutes gehört. Und das Cover ist einfach ein Traum, deswegen wollte ich es unbedingt als Hardcover haben und habe es mir nicht als Taschenbuch geholt. Und das Warten hat sich gelohnt, es hat jetzt glaube ich nur 5,50 Euro gekostet und es sieht super aus, eigentlich wie neu, also ich kann da absolut nichts aussetzen. Und zwar Von der Nacht verzaubert von Amy Plum. Ja, das Cover ist einfach ein Traum. Ich finde es sehr, sehr schön. Wir sind auch in Paris, meine ich. Spielt es nicht in Paris? Ich glaube schon. Ja, genau. In Paris sind wir und es geht um Vincent und um... ich weiß es gar nicht genau. Es geht auf jeden Fall um Revenants und das sind ruhelose Geister, die wohl irgendwie noch was zu erledigen haben in der Welt. Und ich glaube, Vincent ist einer von eben solchen. Und dann werden wir wahrscheinlich noch eine Protagonistin haben, die irgendwie mit ihm zusammenkommt, so die Richtung. Ich stelle es mir jetzt so vor, ich weiß es nicht genau, aber es soll ja sehr, sehr gut sein. Es hat so viele positive Meinungen hervorgerufen. Dementsprechend konnte ich mich dagegen auch nicht mehr länger wehren und jetzt habe ich es auch im Regal stehen. Es ist ja auch eine Trilogie, die abgeschlossen ist. Das heißt, wenn es mir gefällt, kann ich es auch ganz, ganz schnell, ja, durchsuchten. Ich merke gerade, es wird doch ein etwas längeres Video mal wieder und ich würde sagen, ich mache hier jetzt erstmal einen Cut, also quasi die Litblog-Bücher und die Urlaubs- und Rebuy-Bücher an einem Teil und dann werde ich jetzt einfach hier einen Cut machen, einen Schnitt machen und dann werdet ihr im zweiten Teil dann meine neueren Bücher sehen, die ich mir ja jetzt vor kurzem hier zu Hause noch gekauft habe. Ja, weil das sind mindestens nochmal genauso viele und das wird dann einfach den Rahmen sprengen. Dementsprechend, ja, bedanke ich mich dann erstmal hier fürs Zusehen beim ersten Teil und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt. Das interessiert mich natürlich immer sehr und was eure letzte neue Errungenschaft ist, was ihr euch neu gekauft habt, was ihr mir vielleicht auch sogar schon empfehlen könnt, weil ihr es schon gelesen habt.
Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video, auch vielleicht schon beim zweiten Teil, dann wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.